So, und da sind wir wieder. Und ja, nach ewigen Recherchieren und Hinprobieren und hin und her habe ich es endlich geschafft, dass der Schirm endlich funktioniert. Tja, aus irgendeinem Grund, das ist eine Art Bug, kann man so sagen. Nicht vielleicht ein Bug, aber einfach ein Entwicklerfehler. Das ist bei die E-Taste, wo man eigentlich den Schirm aufrufen kann, nicht geht. Und da muss man erstmal das hier löschen und hin und her und rum. Und jetzt geht es zumindest. Jetzt ist allerdings der Schirm auf G. Und das ist jetzt etwas kompliziert, aber wir denken schon, dass ich es hinkriegen werde. So, okay. Wie man sieht, ich habe schon typisch schon kaputt gemacht. Jetzt, das habe ich einfach nur zum Probieren. Hat geklappt. Und ja, aber sonst einfach alles ganz normal wie vorher. Und ja. So, und ich habe gesehen, dass noch ein Schwein ist. Das machen wir kurz kaputt. Und es erscheint eine Erinnerung. Okay. Das ist jetzt Jahre her. Es ist Zeit, diese Kindereien abzulegen. Welche Kindereien denn? So. Na. Klasse. Nummer 1. So, was hat sich denn jetzt geändert? Jetzt habe ich die gemacht und jetzt? Es sieht irgendwie gar nichts. Tasche und Zerstörung. Toll. Ah doch, wir können nach da hinten hin. Okay. So, hier hin und dahin. Los geht's. So eine Achterbahn würde ich auch gerne mal fahren. Geschirre können der Uhrwerkbombe irgendwas. Hopp. So, also. Wir sind jetzt irgendwo. Wir sind jetzt beim Andrehen und Niederdrücken. Okay. Gucken, was die Katze noch zu sagen hat. Die Ausmaße dieses trostlosen Traktes kennt keiner außer den Bewohnern. Ah ja. Okay. So, noch die Kisten zerstören. Zähne sammeln. Wir haben inzwischen 430. Können wir gerade mal gucken, ob wir das upgraden können. Auf Waffen zum Beispiel. Nein, 475 für die Pfeffermühle und 675. Tja, also muss eine Entscheidung, welche von denen mache. Weil die Pfeffermühle ist natürlich nützlich, dass sie dann länger hält und auch stärker ist. Allerdings ist natürlich auch sehr sinnvoll, Nahkampfwaffe zu upgraden. Sterben ist abgeschafft. Kein billiger Spruch. Wir meinen es ernst. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel warten tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden. Worte, von denen man leben kann. Worte zum Essen. Ein Paradies für Arbeiter. Und Sterben ist abgeschafft. Kein billiger Spruch. Wir meinen es. Wo bist du denn? Kämpft den gerechten Kampf. Rede nicht, zeige mich. Bis zum Umkippen. Im Himmel warten tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden. Industrie nährt sich von Leid, Verfahren und Zerstörung, Alice. Sie hat das East End in einen Abort verwandelt. Du solltest ein einfaches Farmleben erwähnen, in Australien vielleicht. Wir könnten dein übriges Erbe zu Geld machen. Arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel warten tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten als... okay. Ups, da bin ich aus der Flieger-Taste, weil ich eigentlich springen wollte. So, bap, auch noch weg, wenn das nichts. Okay, das hält die Fäuste oben. Eine Bombe drauflegen und gleich wieder zurück. Und schnell da hoch. Und hier auch. Und zurück machen, dann könnt ihr ruhig weitermachen. So, da drauf, da drauf. Okay.
Okay, es war nicht sonderlich schwer. So. Bin endlich froh, dass ich jetzt wieder spielen kann. Die ganze Zeit nach dem ganzen Scheiß rumgedrücke und gelösche und gesuche. Wundert mich aber, wie kann man da sowas machen? Das war eigentlich ein Ding, das man auf jeden Fall öfters brauchen wird. Einfach nicht geht. Okay, dann gehen die nach oben und das ist so ein Spannungsteil. Und bevor ich jetzt oben gehe, jetzt mal schauen, was hier ist. Und dann müssen wir da weiter. Ach, ich glaube, da müssen wir eh weiter. Okay. Ein Schwämmchen drauf, um Gewicht zu verlagern. Und ich glaube, das mal voll daneben. Dann müssen wir eh weiter. Jetzt müssen wir wieder hier hoch. Auf die Seite hin. Hier unten macht uns ja aber nichts. Okay, schrumpfen. Okay, ein Bäumchen hinlegen, Nase kratzen, weiter geht's. Da kann man da ein Gewicht hinstellen, damit sie noch weiter hochgeht. Okay. Zack, oben hin müssen wir. Nein. Denke ich fest. Ja, das reicht jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr. Und bleibt jetzt welche auch hier hängen. Sehr schön. Und hier auch noch. Ja, komm überall hängen bleiben. Juhu. Und jetzt gucken wir runter. Aber oh, das bleibt oben. Gott sei Dank. Oder auch. Kein billiger Spruch. Wir meinen es. Ah, okay. Jetzt bin ich aber ganz unten, oder? Ich glaube, das vielleicht bringt ja was, wenn ich mich sterben lasse. Oh nein, ich bin wieder ganz am Anfang. Scheiße. So, ich hoffe, dass sie dazwischen gespeichert hat. Nein, okay. Ups. Okay, machen wir es halt kurz nochmal. Ja. Sehr schön. So muss laufen. Oh Mann. Jetzt. Alle guten Dinge sind drei. Ja, ja, ich weiß doch. Und hopp. Und hopp, und hopp, hopp, hopp. Paradies für Arbeiter. Und Sterben ist abgeschafft. Kein billiger Spruch. Wir meinen es ernst. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel warten tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu labern, echt. Worte, von denen man leben kann. Ja. Worte zum Essen. Ein Paradies für Arbeiter. Was ist los? Und Sterben ist abgeschafft. So, dann da wieder hin und dann wieder dahin. Das ist doch alles schon recht fix. Dann da, dann schrumpfen. Hatten wir gerade das Ding wieder. Oh, das war sehr knapp. Ach, dann hier hin. Da hoch, jetzt bleib ich schon wieder hängen. Das gibt's doch nicht. Da. Ein Paradies da. Für Arbeiter. Und Sterben da. Ist abgeschafft. Komm hoch. Kein billiger Spruch. Wir meinen. Okay. Jetzt lädt's noch. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeitet bis zum Umkippen. Zack. Im Himmel warten tolle Preise. Es ist besser 79. zu arbeiten, als dafür bezahlt. Worte, von denen man leben kann. Worte zum Essen. Ein Paradies. Mach dich platt. Jawohl. Ach du Scheiße. Muss ich da hin? Sieht so aus. Ups, da bin ich zu weit vor. Aber ich komme gleich wieder raus. Einmal. Zweimal. Okay, da kann man hoch und die Tür scheint zu sein. Wahrscheinlich erstmal aufmachen. Bis da geht's lang. So. Das ist eine Birne. Bim, bim, bim. 500, ja, du kannst mich mal. Hier. Und
Tier. Okay, kann man es aufmachen? Jawohl. Merken wir das anderen Viech natürlich. Ah, hier ist die falsche Taste. So. Achso, okay, lieber mehr nicht drauflegen müssen, aber okay. Zähne sammeln. Hopp, hopp. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist schön viel. Nein. Nein, nein. Ich kann bestimmt da reinlaufen oder so, oder nicht? Das ist natürlich kaputt. Das ist nicht gut gemacht. Ich fliege auch noch rein. Ja, toll. Moment, jetzt muss ich schon vorne machen. Weg. Auch nicht vorne. Da sind noch so ein Ding. Oder? Wow, Mann. Es gibt keine Mädchen hier. So. Okay, Dinger sind stehen geblieben, hoffe ich mal. Sieht so aus, aber sicher bin ich mir nicht. Okay. Okay, Geschirre können unter der Bombe nicht widerstehen. Ach so, okay. Das wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Alter, ich habe nicht meine Taste gerade gedrückt. Alter, nein. Wieso läuft die? Ah, diese PC-Version, die regt mich gleich sowas von auf. Okay, dann bis gleich. So, und da bin ich wieder. Meine Fresse, echt. Die PC-Version ist ja mal sowas von buggy. Ich habe echt keine Ahnung, ich muss ganz ehrlich sagen. Ich kotze das so an hier. Ich habe das, wie gesagt, ich habe das Spiel schon auch auf der Xbox. Alter. Und so ist es eigentlich noch nie gewesen. Und keine Ahnung hier auf jeden Fall. Naja. Das Spiel ist wirklich echt der Hammer, aber... Ganz ehrlich, wenn die ganze Zeit nur so weitergeht, dass irgendwelche Bugs drin sind oder sonst irgendwas. Oh, Mann, nee, Mann, oh Mann. Naja. So. Einmal hier. Hier. Also. Okay. Rohwerkbombe. Gut machen. Und ein Hebel. Super. Okay, ist hier irgendwo ein Schalter, beziehungsweise ist so ein rotes Ding. Da oben ist einer. Ich weiß nicht. Ob wir den theoretisch jetzt schon brauchen oder ob das einfach nur da ist, aber ich nehme ihn einfach mal. Aber sieht so aus. Okay. Okay. So, wo bin ich jetzt? Maschinenraum. Hey, Maschinenraum. Keine Ahnung, ich kann es nicht versorgen, ich auch viel erzählen. Ich weiß gar nicht über was. Der Lohn für deine hündische Beharrlichkeit heißt Schmerz. Ich hieß dich aufgeben, aber meine Warnung fand kein Gehör. Und so wirst du dich gleich fühlen wie ein Hummer, den man in den wallenden Kochtopf geworfen hat. Die Füße.